Ja, einen wunderschönen guten Morgen bei einer neuen Tour mit mir von Pilzläubi. Ich habe heute beschlossen, ich nehme euch mit in den Wald und zeige euch mal, wie es aktuell hier aussieht. Ich finde, es ist gruselig. Ich werde heute mal jeden Pilz, den ich finde, fotografieren und filmen, damit ihr das Ganze vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen könnt. Also ich habe sowas ehrlich gesagt noch nicht erlebt. Und jetzt hat es geregnet. Frost gab es nur einmal vor einer Woche am Sonntag. Eigentlich müsste was kommen. Lassen wir uns mal überraschen. Hier habe ich jetzt einen Knollenblätterpilz gefunden. Man sieht kein Rot. Von daher gehe ich aus, dass es kein Fliegenpilz wird, sondern es wollte irgendwas anderes werden. So, dann gehen wir mal weiter. Hallo Tom, das Video mache ich jetzt mal nur für dich. Ich bin jetzt auf dem Weg in den Wald rein. Normalerweise steht hier der ganze Weg voll, zumindest mit Täublingen oder irgendwelchen Pilzen. Wie du siehst, sehen Sie nichts. Das Einzige, was man immer wieder sieht, sind die Kollegen hier. Eine krause Glucke, das ist jetzt schon sensationell. Die kommt mit. Und weiter geht's. Ich kann euch nicht sagen, woran es liegt. Auf jeden Fall ist es heuer irgendwie schon fast gruselig. Die einzigen Pilze, die es massenhaft gab und immer noch gibt. Kartoffelbovist. Nicht mal ein Täubling. Wie versprochen, eine Aufnahme von jedem Pilz, den ich heute finde. Also ein Baumpilz wächst mit aller Wahrscheinlichkeit auf Nadelwald, weil ich hier im Fichtenwald bin. Aber welcher es ist, kann ich euch nicht sagen. Und hier ist noch mehr von dem. Wenn es jemand von euch weiß, könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen, was dazu zu lernen. Dankeschön. Hier sehen wir den Rest eines Täublings. Und hier weiß es nicht, was das mal werden möchte. Könnte auch Richtung Täublinge gehen. Ja, ist spröde, brüchig. Also vermutlich auch irgendwelche Täublinge. Ganz kleine Pfifferlinge sind da. Hier die nächsten.
Aber das war's. Was Größeres gibt's hier nicht. Das müsste einer der Familie der Helmlinge sein. Ich vermute, der Dehnbare. Ja, der ist so glitschig, dass ich euch das gar nicht zeigen kann, aber ja, doch, man sieht's. Der dehnbare Helmling. Hier stehen jetzt ein paar mehr von den Helmlingen. Also auch verschiedene. Vielleicht auch Düngerlinge. Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Mit so kleinen Pilzen habe ich mich noch nicht ausreichend beschäftigt. Ich lerne noch dazu. Und hier vorne, wie gesagt, das müsste der Dehnbare sein. Das ist ein alter Reifpilz. Der hat auch den Namen Zigeuner. Der ist aber schon so schlecht beieinander, dass ich euch sehr wenig zeigen kann. Also auch vom Velum nichts mehr übrig. Stell mal zurück. Vielleicht finde ich ein schöneres Exemplar, dann zeige ich euch den gerne. Jetzt möchte ich euch mal ein kleines Stückchen von dem Wald hier zeigen. Jetzt gehen wir einfach noch mal lang. Schauen wir mal, was sich so finden lässt. Und was mini kleines. Leider spiegelt das Wasser auf dem Hut. Vielleicht kann man es trotzdem ein bisschen erkennen. Hier noch einer. Also sowas hat's schon. Aber ihr seht selbst, nicht mal irgendwelche bunten Farbtupfer von Täuplingen. Einfach nichts. Knochen von Tieren, sowas finde ich immer. Da war noch einer. Jetzt gehen wir mal einfach weiter gucken, was uns da so erwartet. Da üben wir einen Baumstamm. Hat mich fast geschmissen. Loch getreten. Da ist auf jeden Fall ein Baumpilz. Ich glaube es nicht. An der Stelle wachsen normalerweise Sandröhrlinge und hinter mir ist gleich mein Eck, wo ich so als erstes im Wald Pfifferlinge ernte. Jetzt krieche ich mit euch ins Unterholz. Schaut mal. Ganz jung und knackig. Nass ist sie, aber sonst hervorragend. Die darf mit. Das hier ist jetzt die Stelle mit den Pfifferlingen. Wie Sie sehen, sieht man nicht viel. Einen habe ich gefunden und einen ganz mini kleinen, den lassen wir aber da. So, hier ist der. Oh, der ist aber auch noch klein. Eine und hier. Auch einer.
Aber sonst schaut es auch mit Pfifferlingen nicht mehr allzu prickelnd aus. Hier haben wir einen Täubling. Das ist der erste klebrige Hörnling für heute. Noch ganz jung und klein. So schaut es hier aus. Ich laufe auf dem Weg und hier hat es dann doch mal wieder was. Ui, ganz zarte Stielchen. Vielleicht kriege ich doch noch einen rausgezogen. Der Geruch ist eher so modrig. Oh, ich weiß es nicht, was es für welche sind. Wer es weiß, schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Hier gibt es jetzt ganz viele von denen. Also der Wald lebt noch. Also ich finde den Geruch rettichartig. Jetzt noch mal einen dran gerochen. Und der Haufen hier ist besonders toll. Dann gehen wir mal weiter. Eine meiner Pfifferlingsstellen. Mal schauen, ob er sieht. Gut. Gehen wir mal näher ran. Hier. Ein großer. Schauen wir mal, ob der noch was ist.